Folge. Nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher scheint es so, es ist irgendwie der Wurm drin und die Kristallkugeln erstmals seit 25 Jahren in weite Ferne gerückt. Dieser Achtjährige ist derzeit wohl die Nachwuchshoffnung. Eines Tages will Lukas Stocker so Skifahren wie sein großes Vorbild Marcel Hirscher. Und er ist auf dem besten Weg dorthin. Das Video von seinen Carving-Schwüngen wurde im Internet mehr als 1 Million Mal geklickt. Wir waren mit dem jungen Kärntner beim Training. Bring the action. Nein, das hier sind keine Bilder von Marcel Hirscher als Kind vor rund 20 Jahren. Dieser junge Mann heißt Lukas Stocker, gerade einmal 8 Jahre alt, aber Skifahren kann er wie ein ganz Großer. Mit extremen Schräglagen karft er die Piste hinunter. Sein Stil erinnert unverwechselbar an Marcel Hirscher und er zieht alle Blicke auf sich. Boah! Es scheint so, als ob Lukas Stocker mit Skiern an den Füßen auf die Welt gekommen ist. Naja, zumindest fast. Er ist noch keine 2 Jahre alt, als er die Bretter, die ihm die Welt bedeuten, zum allerersten Mal anschnallt. Da ist er den Zauberteppich auf und ab gefahren, 3 Stunden lang. Also unten ist die Mama gestanden, hat ihn aufgestellt und oben bin ich gestanden, ich bin rausgenommen. Dann haben wir ihn runterfahren lassen. Der wollte nicht aufhören. Einmal in der Bindung kann er sich gar nicht mehr von seinen Skiern trennen. Als Lukas 6 Jahre alt ist, stellt sein Vater Robert Stocker dieses Video ins Internet. Mehr als 1 Million Menschen sehen es dort. Der heute 8-Jährige bekommt seinen ersten Sponsorvertrag, seinen eigenen Ausrüster, der ihn mit Skiern, Stöcken und Schuhen versorgt. Für seinen Vater kommt das alles komplett überraschend. Das war nie das Ziel, dass er so richtig jetzt mit Racing einsteigt, sondern eigentlich wollte man als Familie nur mal Skifahren gehen, also vom Schneepflug wegkommen und so, dass wir halt alle zusammen der ganzen Familie einfach einen schönen Skitag machen können. Während die meisten Kinder in diesem Alter noch mit Pizzaschnitte bzw. Schneepflug über die Piste gleiten, macht Luca schon Popokurven, wie er sie nennt. Da tut man den Innenski eindrücken und dann kriegt man einen Druck auf den Ski und dann federt es an. Dann beugt sich der Ski und dann kriegt man einen richtigen Schwung zusammen. Für den einen Popo-Kurven, für andere eher der Marcel-Hirscher-Schwung. Kein Wunder, dass der 8-fache Gesamtweltcup-Sieger das große Vorbild für den kleinen Lukas Stocker ist. Er schaut sich sogar alte Videos von ihm an und versucht, seine Technik zu imitieren. Und genauso wie damals Marcel Hirscher trainiert auch er mit seinem Vater. Also als Vater bin ich der, der natürlich auch Streicheleinheiten gibt und ganz lieb ist und genau die Vaterrolle hat einnimmt. Aber als Trainer, da bin ich der Trainer, also ganz klar. Da hat der Bub oder der Stirnle genau das zu tun, was ich sage, was sie zu Hause nicht immer tun. Der Lauser, der. Mit im Familienskiteam sind auch seine Schwester Laura und seine Mutter Christina Stocker. Sie ist für die Gondeljause zuständig und die Organisation des reibungslosen Skitags. Roland ist im Keller, macht die Ski und ich schaue, dass halt die Innenschuhe für die Skidrucken sind, dass die Helme bereit sind, die Handschuhe, dass einfach wirklich alles gut vorbereitet ist, dass man nochmal gut einpacken kann und pünktlich aus dem Haus kommt. Eine Familie, die also eine ganz große Leidenschaft teilt, das Skifahren. Auch Schwester Laura unterstützt ihren kleinen Bruder, denn sie kennt seine Träume ganz genau. Er will ins Fernsehen kommen. Er will ein guter Skifahrer werden, so wie der Marcel Hirscher. Na gut, ins Fernsehen hat er es ja schon mal geschafft. Und der 8-Jährige plant schon heute seine Zukunft im Skiweltcup. Da werde die Läufer jeden Hang runterziehen und gewinnen. Das wäre also schon mal geklärt. Und dafür trainiert er auch schon fleißig Siegerinterviews. Hast du schon viele Pokale daheim? Über 100 Pokale. Bei unserem Dreh im Skigebiet Goldegg in Kärnten merken wir ganz schnell, diese Familie ist total verrückt nach Skifahren. Pausen gibt es kaum, weil jeder möglichst viel Zeit auf der Piste verbringen will. Und gibt's dann noch eine kleine Stärkung, dann dreht sich beim Essen wieder alles um ein einziges Thema. Sie erraten es, das Skifahren.